Los geht's. Time, weather and... Moderationstür kann beginnen. Da ich bei der SPD gearbeitet habe, vermuten einige, dass die SPD auch beim Störsender vorkommt. Die Vermutung ist richtig. Es geht gleich weiter mit einem Märchen über den Genossen Asmussen, das Ihnen Hage Butzko erzählen wird. Liebe Kinder, es war einmal ein holder Knabe, der hieß Jörg Asmussen und war nicht nur jung und schön, er war auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Per Steinbrück und als solcher ein wandelndes Beispiel dafür, warum in Staatssekretär das Wort Sekret drinsteckt. Denn dieser Jörg Asmussen war nicht nur Staatssekretär unter Per Steinbrück, sondern der Steinbrück hat ihn einfach übernommen von seinem Vorgänger Hans Eichel. Und auch der Eichel hat ihn da nicht eingestellt, sondern bereits vorgefunden bei seinem Vorgänger Theo Weigel. Das Bundesfinanzministerium ist das wichtigste Ministerium der Regierung. Wer die Finanzen regiert, regiert die Etats aller anderen Ministerien. Gut, außer das von Rainer Brüderle, der war regierungsresistent. Aber seit 1996 konnten wir wählen, wen wir wollen. Unsere Finanzen wurden regiert von Jörg Asmussen. Und dieser Jörg Asmussen war die ganze Zeit im Bundesfinanzministerium die treibende Kraft, der Vorkämpfer dafür zu sorgen, dass Banken möglichst nicht reguliert werden sollen. Warum nicht? Damit wir alle wohlhabend und reich werden. Das war das Argument. Banken soll man nicht regulieren, damit wir alle wohlhabend und reich werden. Die Frage ist halt nur, wer dabei mit wir gemeint ist. Wenn man nämlich erfährt, dass die Frau von Jörg Asmussen eine ziemlich lange Zeit einen ziemlich hohen Posten bei der Deutschen Börse innehatte, kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest die beiden mit laschen Bankenregeln ziemlich wohlhabend und reich geworden sind. Dieser Jörg Asmussen saß aber nicht nur im Bundesfinanzministerium drin, er hatte noch mehr zu tun. Er saß nämlich außerdem währenddessen die ganze Zeit noch im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht drin, kurz BaFin genannt. Was ist die Aufgabe der BaFin? Banken zu kontrollieren. Was hält Jörg Asmussen nochmal davon, Banken zu kontrollieren? Richtig, nix. Und deswegen hat er sich gedacht, mache ich das am besten selber. So, als würde ein Vegetarier beim großen Abendessen verkünden, er möchte alles Fleisch alleine essen, dann können die anderen Vegetarier sein. Die BaFin hat also zur Aufgabe, Banken zu kontrollieren, wie zum Beispiel die Düsseldorfer IKB-Bank. Das war die allererste Bank, die schon ein Jahr vor Lehman Brothers pleite ging, weil sie diese amerikanischen Immobilienschrottkredite gekauft hatte. Und jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, wenn Jörg Asmussen doch in der BaFin drin saß, hätte er da doch eigentlich sehen müssen, dass die IKB-Bank dabei ist, Geschäfte zu machen, die auch Franjo Poth organisieren könnte. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Er hatte noch mehr zu tun. Er saß nämlich nicht nur im Bundesfinanzministerium und in der BaFin drin, er saß außerdem währenddessen die ganze Zeit noch in diversen Aufsichtsräten drin, zum Beispiel Telekom, Deutsche Bahn, Postbank und, ach ja, IKB-Bank. Da saß er auch im Aufsichtsrat drin. Und das muss man jetzt bitte aber verstehen, dass da einer sich nicht selber kontrollieren kann, wenn er sowieso schon in der zu kontrollierenden Bank in einem Kontrollgremium drin sitzt. Schon Lenin sagte, Kontrolle ist gut, Wegschauen ist besser. Jetzt gibt's aber noch bösere Zungen, die sagen, ja Moment mal, wenn der Asmussen sogar in der IKB-Bank selber drin saß, hätte er da doch erst recht sehen müssen, dass sie dabei ist, pleite zu gehen. Konnte er aber nicht sehen, denn er hatte noch mehr zu tun. Er ist nämlich zuvor in diversen Lobbyisten, Käufer, Anleger und Interessentenkreisen rumgerannt und hat Werbung dafür gemacht, genau diese Immobilienkredite zu kaufen. Und nicht nur das, er musste sich zuvor im Bundesfinanzministerium die Genehmigung für den Handel mit diesen Krediten einholen. Und wer im Bundesfinanzministerium hat diese Genehmigung erteilt? Kleiner Tipp, fängt mit Jörg an, hört mit Smussen auf. Und jetzt fassen wir zusammen. Der Asmussen musste darauf aufpassen, dass er darauf aufpasst, dass die Papiere, die er kaufen will, nicht ohne seine Genehmigung von ihm selber verkauft werden. Ja, wie soll da jemand noch die Zeit haben, erkennen zu können, dass das alles nur Kaninchenköttel sind, womit er da handelt? Und wenn dann eine Bank wie die IKB-Bank pleite geht, wer entscheidet dann, ob eine solche Bank mit Staatshilfen gerettet wird? Das Bundesfinanzministerium. Oder mit anderen Worten, genau, Jörg Asmussen. Die Düsseldorfer IKB-Bank bekam für ihre Rettung über 10 Milliarden Euro.
an Steuergeldern. Deswegen hieß sie ja IKB, ihr könnt blechen. Und dann wurde die Bank verkauft an eine amerikanische Bank für 140 Millionen Euro. Millionen, sagt euch das überhaupt noch was? Das ist viel weniger als Milliarden. Und wer diesen Deal im Bundesfinanzministerium ausgehandelt hatte, wollte ich lieber nicht mehr wissen. Was ich stattdessen viel lieber wissen wollte, war, warum der Nachfolger von Per Steinbrück, nämlich Wolfgang Schäuble, den Fall Asmus nicht zu dem öffentlichen Skandal gemacht hat, der das Ganze ist. Oder wenn schon nicht der Schäuble selber, warum nicht der Staatssekretär von Wolfgang Schäuble? Warum hat der Staatssekretär von Wolfgang Schäuble nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen und Tabula Rasa gemacht? Nun, ganz einfach, der Staatssekretär von Wolfgang Schäuble hörte auf einen ganz bestimmten Namen. Und der Name, der euch jetzt als erstes einfällt, ist der richtige. Und wenn man sich dann jetzt noch die Karrieren diverser anderer Staatssekretäre im Bundesfinanzministerium vor Augen führt und dabei so illustre Namen entdeckt wie zum Beispiel Horst Köhler und Thilo Sarrazin, und wenn man dann noch erfährt, dass die beiden Brüder es waren, die damals die Idee hatten, zur Finanzierung der deutschen Einheit die Rentenkasse zu plündern, und sich dann vor Augen führt, was aus den beiden danach trotzdem noch geworden ist, dann verwundert es einen doch nicht die Bohne, dass Jörg Asmussen inzwischen für Deutschland im Präsidium der Europäischen Zentralbank sitzt. Dort bekämpft er jetzt die Finanzkrise in Europa, die er selber mit ausgelöst hat. Und wenn er nicht gestorben ist, dann macht er das noch heute.